Aktuell ist unsere Freiheit eines der meistdiskutierten Themen. Der Wunsch nach Freiheit ist uns sozusagen auch in die Wiege gelegt worden. Die Bibel beschreibt das richtig gut in den ersten Kapiteln der Bibel. Und da finden wir Gottes ursprüngliche Absicht. Und in der ursprünglichen Absicht Gottes hat Gott dich und mich mit einem freien Willen geschaffen. Und durch das Geschenk des freien Willens sind wir von Gott zur Freiheit berufen worden. Wir wollen frei sein und wir wollen Gestalter unseres Lebens sein. Aber die Frage ist, was ist wahre Freiheit? Ist Freiheit, dass wir nicht unterdrückt werden? Ist Freiheit, dass wir in unserem Glauben ohne Verfolgung leben dürfen? Ist Freiheit, dass wir unsere Religion frei wählen dürfen? Ist Freiheit vielleicht, dass wir unser Geschlecht frei wählen dürfen? Ist Freiheit, dass unsere Kinder ohne Anleitung selbstbestimmt leben dürfen? Ja, was ist denn wirklich wahre Freiheit? Und sicherlich wird die Predigt, die ich heute halten werde, auf all diese Fragen keine abschließende Antwort geben können. Vielmehr geht es mir heute darum, dir und mir einen Denkanstoß mit auf den Weg zu geben. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17 finden wir eine ganz, ganz spannende Aussage. Da heißt es nämlich, denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Apostel Paulus setzt hier die Freiheit gleich mit der Anwesenheit und dem Wirken von Gottes Geist. Dort, wo Gottes Geist sich ausbreiten darf, wo er wirken darf, da ist Freiheit. Und das, glaube ich, ist die erste ganz wichtige Schlussfolgerung. Überall dort, wo Gott mit seinem Wesen wirken darf, wird sich Freiheit ausbreiten. Warum? Weil er der Erfinder von Freiheit ist. Er hat dich mit einem freien Willen geschaffen. Er ist derjenige, der deinen freien Willen und deine Freiheit fördern will und im Blick hat. Aber bevor wir uns mit der Freiheit noch weiter auseinandersetzen, wollen wir uns erst einmal anschauen, wer oder was ist der Geist Gottes? In seinem ersten Brief an die Gläubigen in Korinth schrieb der Apostel Paulus Folgendes. Wir lesen das in 1. Korinther Kapitel 2 ab Vers 10. Da heißt es, denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis geoffenbart. Das Geheimnis ist, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Ja, das wird in den Versen davor uns erklärt. Also durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Wer von den Menschen weiß denn, was im Innern eines anderen vorgeht? Doch nur der Geist, der in dem betreffenden Menschen wohnt. Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Folgende Aussagen finden wir hier in diesen Versen über den Geist Gottes. Als erstes sehen wir, dass der Geist Gottes dir das Geheimnis, dieses verborgene Geheimnis zeigt. Und dieses Geheimnis ist Jesus Christus. Er wird also immer auf Jesus hinweisen. Also wenn du dich fragst, okay, wie wirkt der Geist Gottes, dann wird er immer auf Jesus hinweisen, auf das, was er für dich getan hat am Kreuz und was du durch ihn erhalten hast. Darüber hinaus ergründet der Geist Gottes die Tiefen Gottes. Ja, er kennt das Wesen Gottes durch und durch. Und deshalb kann er dir zeigen, wie Gott tickt. Ja, weil genauso wie du weißt, was in dir wirklich vorgeht,
weiß der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Denn er ist Gottes Geist. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wenn du an Gott glaubst, nimmt der Geist Gottes Wohnung in dir und deinem Leben. Ja? Und wenn er in dir ist, dann kannst du erkennen, was Gott dir durch Jesus geschenkt hat, weil er in dir ist. Der Heilige Geist, er möchte also in dir und deinem Leben wirken. Und die Frage ist, ob er zu dir sprechen darf, ob er dir Gott in all seinen Facetten vorstellen darf, weil das ist, was er möchte. Er möchte dir zeigen, was dir durch Jesus Christus geschenkt worden ist. Und das wäre vielleicht so der erste Action-Step für unsere heutige Predigt, dass du dir einmal die Frage stellst, darf der Geist Gottes in meinem Leben wirken? Ja? Ist dir das wichtig? Ist dir das wichtig, Gott tiefer kennenzulernen? Und wenn du ihn tiefer kennenlernen willst, dann wirst du den Geist Gottes brauchen, weil er kennt die Tiefen Gottes. Ja? Und vielleicht nimmst du dir jetzt einmal so einen kurzen Moment, dass du sagst, wow, Heiliger Geist, das ist ja richtig cool. Du bist mir geschenkt worden, damit ich die Tiefen Gottes kennenlerne. Du bist derjenige, der mir zeigen kann, was mir von Gott geschenkt worden ist. Dass du ein Gebet formulierst, ja, wo du sagst, Heiliger Geist, ich möchte dich kennenlernen und ich möchte dir Raum geben, damit du in meinem Leben wirken kannst. Ja? Und wir haben in 2. Korinther 3, Vers 17 gelesen, da heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, du kannst diesen Vers aus 2. Korinther 3, Vers 17 aber auch als eine Verheißung für dich und dein Leben verstehen. Ja? Wenn der Geist Gottes in dir sein darf, wenn er in dir wirken darf, dann wird das dich schlussendlich in Freiheit führen. Weil wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn er in dir wirken darf, dann führt er dich in ein Leben wahrer Freiheit. Und deshalb könnte man auch sagen, ohne Heiligen Geist keine Freiheit. Ja? Ohne das Wirken des Heiligen Geistes keine Freiheit. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch solche Sätze. Ach, ich wünschte, ich hätte die Freiheit, dies und das zu tun. Ich wünschte, ich hätte die Freiheit zu tanzen. Ich wünschte, ich könnte frei vor Menschen sprechen. Ich wäre gerne frei, mutig, einfach ich selbst zu sein. Und vielleicht gibt es genau eben diese Momente in deinem Leben, wo du dich nicht frei fühlst, sondern eher innerlich gebunden. Du merkst, warte mal, in mir schlummert eigentlich etwas, das zur Entfaltung kommen sollte. Aber ja, du stellst dir solche Fragen, naja, ich bin mir nicht sicher, was andere davon halten. Ja, und du merkst einfach, du kannst nicht du selbst sein. Ja, du bist nicht frei. Und Gott hat gesagt, dass er dir seinen Geist geschenkt hat. Und wo immer er wirken darf, da entsteht wahre Freiheit. Was für eine Verheißung. Ja, und im nächsten Vers beschreibt uns dann Paulus auch, was der Geist Gottes wirken möchte. Ja, 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und jetzt schauen wir uns Vers 18 an. Ja, heißt es dort, wir alle schauen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ah, da steckt richtig viel drin in diesem Vers. Das ist ein richtiges Schwarzbrot. Ja. Aber der zentrale Punkt dieses Verses ist, dass da von einer Transformation die Rede ist. Ja?
da ist die Rede davon, dass unser ganzes Wesen umgestaltet wird. Ja, wir werden nicht nur zu einem besseren Menschen, nein, wir werden ein völlig anderes Wesen. Ja, Gottes Geist, der Freiheit ist und Freiheit liebt, wirkt Gottes Art, Gottes Wesen in uns. Ja, und das griechische Wort für umgestalten ist Metamorpho. Und von diesem Wort leiten wir das Wort Metamorphose ab. Und davon hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, das Bild, was dahinter steckt, ist, dass du von einer Raupe zu einem Schmetterling wirst. Ja, eine Raupe, die frisst sich so richtig dick und groß. Und die können manchmal auch ganz schön hässlich aussehen. Ich habe euch hier mal ein paar Exemplare mitgebracht. Ja, wenn ihr euch die anschaut, manche Tiere finden die ja lecker, aber ich finde, manche Raupen können richtig hässlich aussehen. Aber das Spannende ist, in dem Moment, wo die Raupe erwachsen ist, beginnt sie mit der Verpuppung, indem sie sich ein letztes Mal häutet. Ja, und danach findet dann sozusagen diese Metamorphose zum Schmetterling statt. Und biologisch gesehen werden dann diese Raupenorgane, die werden abgebaut und die werden umgeformt und zu Falterorganen umgebildet. Ja? Und dann sehen wir auch, dass sich die äußere Gestalt ändert. Ja? Also von einer Raupe zu einem Schmetterling. Ja? Irgendwie ist es dasselbe Tier und dann irgendwie doch nicht. Ja? So, und diese Transformation beschreibt uns hier 2. Korinther 3, Vers 18. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erfreue mich an Schmetterlingen. Das sind irgendwie richtig schöne Wesen. Sie sind so schön, so anmutig. Sie haben häufig so eine richtig schöne Farbenpracht. Und dann gleiten sie scheinbar mühelos durch die Lüfter. Und geht es dir nicht so wie mir, dass wir uns nach dieser Schönheit in unserem Leben sehnen, nach dieser Leichtigkeit, wir wollen frei sein wie ein Schmetterling. Und wir feiern ja auch Menschen, die ihre gottgegebenen Talente in dieser Welt ausleben und diese Welt zu einem schöneren Ort machen und eben diese Freiheit besitzen, einfach sie selbst zu sein. Und 2. Korinther 3, Vers 18 spricht genau von solch einem Bild. Wir werden verwandelt. Ja? Uns wird eine neue Lebensrealität geschenkt. Wir sind sozusagen keine Raupen mehr, die auf dem Boden kriechen, sondern wir sind Schmetterlinge, die mit ein paar Flügelschlägen hoch in die Lüfte fliegen. Stell dir mal so eine Raupe vor, die da auf dem Boden ist. Und dann guckt sie da in die Lüfte. Und dann sieht sie einmal so einen Schmetterling, der 2-3 Mal ja, die Flügel nutzt und riesige Distanzen hinter sich bringt. Und dann denkst du da unten als auf dem Boden kriechende Raupe, oh, ich wäre so gern ein Schmetterling. Ja? Nun, wie geht dieser Verwandlungsprozess vonstatten, diese Metamorphose? 2. Korinther 3, Vers 18 erklärt uns, während wir die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel anschauen. Ja, jetzt fragst du, und das ist richtig, was ist denn die Herrlichkeit Gottes? Wieder so ein geflügelter, theologischer, biblischer Begriff. Aber auch hier wollen wir wieder mal in den griechischen Urtext schauen, weil das wird uns ja, sehr weiterhelfen zu verstehen, was meint die Bibel eigentlich? Dieses Wort Herrlichkeit im Griechischen, doxa, kommt von dem Wort dokeo. Ja? Und dieses Wort dokeo bedeutet denken. Das heißt, man könnte sagen, die Herrlichkeit Gottes ist die Summe aller Gedanken Gottes, aller seiner Vorstellungen, die er hat. Und wir sind dazu eingeladen, mit der Unterstützung von Gottes Geist uns Gottes Gedanken und seine Sichtweisen anzuschauen. Ja? Aber nicht einfach nur so. Ja? Weil wenn du einfach nur die Gedanken und die Sichtweisen Gottes anschaust, dann kann es sogar sein, dass du richtig begeistert darüber bist. Ja? Wenn du es anschaust und siehst, warte,
Der Vater ist davon überzeugt, dass er voller Gnade ist. Sagst du, ja, ich feiere das. Ah, Gottes Gedanken, er glaubt, dass er voller Gnade ist. Ah, wie schön ist das denn? Aber es macht einen riesengroßen Unterschied, ob du Gottes Gedanken und Sichtweisen einfach nur so anschaust, ganz losgelöst von dir und deinem Leben, oder ob du dir die Gedanken Gottes, sprich die Herrlichkeit Gottes, anschaust wie in einem Spiegel. Weil wen oder was siehst du denn im Spiegel, wenn du in den Spiegel schaust? Ja, richtig, du siehst dein Spiegelbild. Und dazu lädt uns dieser Vers ein. Er sagt, schau dir die Herrlichkeit Gottes an, wie in einem Spiegel. Schau dir die Gedanken Gottes an, wie Gott sich sieht, wie Gott über sich denkt, wie in einem Spiegel. Aber warte mal, wenn Gott über sich glaubt, dass er voller Gnade ist, was bedeutet das denn für mich und mein Leben, wenn ich mir diese Gedanken, diese Sichtweise Gottes anschaue? Es bedeutet ja, dass ich voller Gnade bin. Ja? Und darum geht es. Und dann wird diese Transformation stattfinden. Und das sind doch richtig gute Fragen, die du in deinem Alltag dir stellen kannst. Was denkst du eigentlich über dich, Jesus? Was schlussfolgerst du über das Leben? Und was glaubst du eigentlich, Jesus, was dir möglich ist? Und wenn wir uns Jesus anschauen, und da kannst du einmal durch die Evangelien gehen, fängst mit dem Matthäus-Evangelium an, Markus, Lukas, Johannes. Und während du dir diese Evangelien anschaust, wirst du einem Mann begegnen, der in seinem Herzen wirklich frei war. Jesus war frei. Er war frei von Menschenfurcht. Er war einfach er selbst. Er hatte die Freiheit dazu. Und das bedeutete für ihn, dem Vater im Himmel gleich zu sein. Das war seine Freiheit. Ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Ich sage nur das, was ich ihn habe sprechen hören. Ja, das lesen wir in Johannes Kapitel 5. Also er hatte die Freiheit, er selbst zu sein. Und für ihn bedeutete es, dem Vater im Himmel gleich zu sein. Und er liebte es auch, Menschen zu ermutigen, für andere da zu sein, sie in ihrem Selbstwert zu bestätigen. Und weißt du, wenn ich mir Gottes Gedanken und Sichtweisen anschaue, dann ist es so, dass der Geist Gottes mich dazu einlädt, sie wie in einem Spiegel zu betrachten. Ja? Und dazu lade ich dich auch ein. Ja? Das heißt, seine Gedanken und Sichtweisen werden dadurch zu deinen Gedanken und Sichtweisen, meine Mitmenschen und natürlich auch über dieses Leben. Darum geht es, dass die Gedanken Gottes über dich, über deine Mitmenschen und über das Leben Gestalt annehmen. Und dann führt das am Ende eigentlich dazu, dass ich mich mit seinen Augen betrachte. Nun, etwas, was mir ganz wichtig ist, 2. Korinther 3, Vers 18 erklärt uns, dass diese Verwandlung nicht unser alleiniges Werk ist. Also du könntest jetzt sagen, so ja, okay, ich schaue mir jetzt mal an, wie denkt Gott eigentlich über sich? Nein, hier ist die Rede davon, dass es durch den Geist Gottes gewirkt ist. Ja, es ist also der Geist Gottes, der dir Gottes Sichtweise vor Augen malt. Und Gottes Sichtweise anzunehmen, wird dich dann in diese wahre Freiheit führen. Ja, und ein ganz persönliches Beispiel aus meinem Leben. Es gab so einen Moment in meinem Leben, da habe ich verstanden, warte mal, kann es sein, dass Jesus alles am Kreuz vollbracht hat und dass er das Sündenproblem am Kreuz ein für alle Mal erledigt hat? Und als ich das verstanden habe, und es gibt ganz viele Verse in der Bibel, die davon sprechen, dass wir makellos sind, rein, ohne Fehler, ja, durch das, was Jesus Christus für uns am Kreuz erwirkt hat, habe ich angefangen zu überlegen, ja, wie sehe ich mich denn? Ich sah mich gar nicht makellos und ohne Fehler schon gar nicht, so. Und dementsprechend hatte ich ein sehr schlechtes Gewissen in meinem Leben und habe sehr negativ über mich gedacht.
Und dann hatte ich so einen Moment, das war, ich hatte so einen Streit mit meiner Mutter gehabt und ja, ich habe mich selbst so ein bisschen dafür echt niedergemacht. So, und dann habe ich so gespürt, wie der Geist Gottes in mein Leben hineingesprochen hat und gesagt hat, was tust du hier, Matthias? Warum klagst du dich selbst an? Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist einfach, das Verhalten war nicht richtig, wie ich mich verhalten habe. Ich bin einfach schlecht. So, und dann habe ich gespürt, wie der Geist Gottes gesagt hat, warte mal, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dann musst du dich nicht selbst anklagen. Dann brauchst du dieses schlechte Gewissen nicht haben. Ja? Und das war so ein befreiender Moment, wo der Geist Gottes mir die Sichtweise Gottes über mich und mein Leben vor Augen gemalt hat. Ja? Wir haben uns nun diesen Vers in 2. Korinther 3, Vers 18 bisher nur aus unserer eigenen Perspektive angesehen. Also was bedeutet es, wenn ich die Gedanken Gottes für mein Leben umarme, aber was kann diese Vorgehensweise für deinen Umgang mit deinen Mitmenschen bedeuten? Ja? Also der Geist Gottes führt dich in Freiheit und wahre Freiheit ist, dass du die Gedanken Gottes und Sichtweisen über dein Leben umarmst. So, und jetzt schauen wir uns aber an, was könnte das denn für deine Beziehung bedeuten? Für deinen Umgang mit deinen Mitmenschen? Ja, was wäre, wenn der Geist Gottes durch dich wirken dürfte, damit Menschen zu Schmetterlingen werden? Ja, da müssen wir uns natürlich zuallererst einmal die Frage stellen, wollen wir Schmetterlinge? Ja, wollen wir, dass Menschen ihr Potenzial entfalten? Wollen wir, dass Menschen in diese Freiheit hineinkommen, sie selbst zu sein? Ja, wollen wir, dass Menschen diese gottgegebene Freiheit, ihre göttliche Bestimmung leben? Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann müssen wir uns auch im Klaren sein, dass wir keine Raupen zertreten dürfen. Ja? Weil wenn du die Raupe zertrittst, bevor sie sich verwandelt zu einem Schmetterling, dann wirst du am Ende keine Schmetterlinge haben. Ja? Und ich sage das nochmal ganz, ganz deutlich, wenn du Schmetterlinge willst, dann höre auf, Raupen zu zertreten. Wenn du Schmetterlinge willst, ja, darfst du Raupen nicht zertreten. Ja, was sind denn Raupen? Raupen sind Menschen, die sich ja noch in der Entwicklung befinden und sie benötigen ganz viel Input. Ne? So wie Raupen. Was machen Raupen? Raupen fressen. Ja? Fressen die ganzen Blätter durch, überall findest du die Löcher. Es gab mal so ein kleines Kinderbuch, die Raupe Nimmersatt, die sich durch alles durchfrisst. Ja? Und Menschen, die sozusagen wie Raupen sind, die brauchen eben ganz viel Input. Ja? So, und wenn du der Raupe die Nahrung nimmst, wenn du einer Raupe sozusagen den Input nimmst, dann wird sie niemals die Schönheit eines Schmetterlings entfalten, weil sie benötigt das. Ja? Und dazu gehört, dass du Menschen eingestehst, dass sie Fehler machen dürfen. Sie brauchen die Erlaubnis von dir, Fehler machen zu dürfen. Ja? Und so wie der Geist Gottes dir immer wieder die Gnade Jesus vor Augen malt. Ja, das ist, was der Geist Gottes macht. Er malt dir die Gnade Gottes vor Augen, sagt so, hier, du musst dich nicht selbst anklagen. Jesus hat dir ein neues Leben geschenkt. Du bist ein neuer Mensch. So brauchen Menschen, die sich entwickeln wollen, genauso diese Gnade und diese Vergebung und die Ermutigung, die dahinter steckt. Denn wenn wir ihnen diese Freiheit nicht geben, dann zertreten wir sie. Ja? Und die kleinen Sprösslinge der Hoffnung, die ja gerade so in ihnen aufkeimen, die zertreten wir. Und so wie es schwer fällt, sich vorstellen zu können, dass aus einer Raupe mal ein Schmetterling wird, ja, so müssen wir doch erkennen, dass doch die Schönheit, die ein Schmetterling ausmacht, schon immer in der Raupe vorhanden war. Weil der Schmetterling entsteht ja nicht aus dem Nichts, sondern der Schmetterling entsteht aus der Raupe. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Kannst du die Schönheit
eines Schmetterlings in einer Raupe sehen? Ja? Bist du in der Lage, Menschen mit den Augen Gottes zu betrachten? Und selbst während sie noch auf ihrem Weg sind, während sie sich entwickeln, kannst du in ihnen die Schönheit sehen? Kannst du den Schmetterling in ihnen sehen, während sie noch Raupen sind? Und ich finde, dass Jesus genau diese Begabung hatte. Er sah zum Beispiel in diesen ungebildeten Fischern die Helden der Bewegung, die er ins Leben rief. Und er sah in den Prostituierten, sah er Mütter und anmutige Frauen, die es zu ehren galt. Er konnte sie so sehen, weil er mit dem Geist Gottes erfüllt war. Und weil der Geist Gottes durch sein Leben wirken durfte, konnte er seine Mitmenschen mit den Augen Gottes betrachten. Und weil er das konnte, konnten sich in seinem Leben Raupen zu Schmetterlingen entwickeln. Und das wäre der zweite Action Step. Ja? Menschen mit den Augen Gottes zu betrachten. Und vielleicht fällt dir das manchmal schwer. Ja, vielleicht bist du so in deinem Alltag und du merkst, boah, ich kritisiere nur an Menschen rum. Sie nerven mich und es mögen vielleicht deine Kinder sein, es mag dein Partner sein, es mag ein Arbeitskollege sein, egal wo auf der Arbeit. Und du siehst nur die Raupen. Und das nervt dich, weil du denkst, wow, wo zeigst du mal Entwicklung, wo zeigst du mal deine Schönheit? Und da möchte ich dich einladen, dass du den Heiligen Geist darum bittest, dass du Menschen mit Gottes Augen betrachten kannst, dass du sie so siehst, wie Gott sie sieht. Ja? Und daraus kannst du ein Gebet für dich formulieren. Und wir haben die heutige Predigt mit der Frage gestartet, was wirkliche Freiheit ist. Und ich glaube, dass wenn du und ich, wenn wir bereit sind, genau diese Vorgehensweise zu umarmen, du mehr Freiheit in deinem Leben sehen wirst, aber auch in dem Leben deiner Mitmenschen. Man könnte sozusagen sagen, du bist zur Freiheit berufen und du bist ein Freiheitsträger. Menschen, die mit dir in Berührung kommen, werden in Freiheit geführt. Deshalb vergiss niemals, wenn du Schmetterlinge willst, höre auf, Raupen zu zertreten.